Hallo Internet und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Yoshi's Woolly World. Wir gehen in Welt 3.3 und zwar in Schalrollenschikane. Werden uns die Schalrollen tatsächlich schikanieren? Finden wir es gemeinsam raus, indem wir in den Level hier reingehen. Keine Ahnung, was mich hier genau erwartet, außer Schalrollen. Ganz kreativ mal wieder, ich weiß. Das hier sind wahrscheinlich die Schalrollen. Und da sehe ich schon einen kleinen Shy Guy und seinen Freund. Und die klettern hier beide drüber. Und den einen habe ich hier direkt mal gesnackt. Und da oben sehe ich ein kleines Fädchen, was ich vermutlich ziehen kann. Oh, ich werde hier abgeworfen. Wovon denn? Ach, da ist ein Lucky Doo. Schau mal einer an. Den habe ich vorhin gar nicht gesehen. Da ist die erste Wolle übrigens. Für unsere Sammlung. Okay, also werden hier in dem Level wahrscheinlich auch diverse Lucky Doos auftauchen. Wenn der mich abschießt, schieße ich ihn auch ab. Und schon habe ich einen Museumseintrag für den Guten. Und wir klettern hier einfach mal weiter. Mal wieder eine sehr nette Level-Idee übrigens. Ganz witzig mit dem Schal, beziehungsweise den Schals. Und, ich wollte eigentlich hier runter. So. Der Shy Guy fällt doch hier runter, wollte ich doch gerade sagen. Sowas von auffällig hier. Und, ja, kommt der Lucky Doo nochmal wieder? Da oben ist er. Und abgeschossen, das war's. Tut mir leid, Kollege. Mich wirst du nicht platt machen. Apropos platt machen, die Shy Guys erledigen wir hier. Und wir fliegen natürlich hier oben weiter, beziehungsweise wir gleiten hier oben weiter. Außer es gibt an der Seite noch Secrets. Was aber nicht der Fall ist. Ich sehe schon wieder Secrets an Stellen, wo gar keine sind. Ich habe schon einen Phantom-Secret-Schmerz. So. Da unten ist ein Lucky Doo. Na komm, dich muss ich auch platt machen. Und ich werde jetzt hier erst einmal das Fragezeichen aktivieren. Für ein paar Herzen anscheinend. Und dann hier runtergleiten. Und schau mal einer an. Da haben wir auf jeden Fall eine Blume bekommen. Also war zumindest da mein Riecher diesmal richtig. Und jetzt muss ich ein bisschen aufpassen, dass der Shy Guy mich natürlich nicht erwischt. Oder die Shy Guys. Und dann... Oh Gott. Ich habe aus Versehen gestampft. Eieiei, ich habe aus Versehen gestampft. Das war eigentlich gar nicht mein Plan. So. Ich habe hier aus Versehen nach unten gedrückt, gerade eben. So, werfen wir mal die Shy Guys hier ab. Und da oben habe ich gesehen, konnte man auf jeden Fall auch lang klettern. Das werde ich jetzt auch einfach mal machen. Und siehe da... Da haben wir schon die nächste Blume für unsere Sammlung. Hier gibt es ganz viele kleine Helikopter-Shy Guys. Die mache ich einfach mal kaputt. Da ist doch mit Sicherheit irgendwas versteckt noch. Oder bilde ich mir das ein? Da, doch, da haben wir ein Fragezeichen. Und da haben wir die nächste Wolle vor allen Dingen. So. Okay. Sieht ja gar nicht mal so schlecht aus. Da soll ich anscheinend hoch. Ach, hier ist so ein... Ah, hier habe ich ein Trampolin gerade unlocked. Gut, kann man hier links noch irgendwo lang? Schau mal einer an, da ist schiebbare Wolle. Ansonsten aber nichts, glaube ich. Knautsche Wolle. Oh, oh, ganz viele Lucky Doos. Die mache ich sicherheitshalber mal fertig. Da haben wir ein Fragezeichen. Kann ich das hier abwerfen mit der Wolle im Mund? Ja, kann ich. Oh, da oben haben wir die nächste Wolle, liebe Leute. So, muss ich natürlich gucken, dass ich den Lucky Doo hier abwerfe, indem ich ihn abspucke. Das hat auch funktioniert. Und da kriegen wir noch ein paar weitere Edelsteine. Das hat sich also durchaus gelohnt. Ist hier unten noch was? Oh, da ist ein... da ist eine Blume noch. Schau mal einer an. Wieder ein paar nette Verstecke hier dabei. Ich hoffe, ich habe hier vorne in dem Segment alles gefunden. Da haben wir auf jeden Fall das nächste Mittelstäbchen. Und... mehr Edelsteine. Das sieht doch hier schon wieder mächtig nach Secret aus. Gibt's hier gar nichts? Ha. Irritiert mich ein bisschen. Oh, nein, Herz. Gerade eben so das Herz noch bekommen. Tatsächlich, also hier unten scheint es wirklich nichts zu geben. Das sieht eigentlich sehr auffällig aus. Und diese Wolle hier, die bewegt sich nach oben und unten. Übrigens ist die Wolle an Nähnadeln befestigt, beziehungsweise an Stricknadeln, glaube ich, genau genommen. Und das finde ich ist auch ein nettes kleines Detail. Das darf man definitiv nicht verachten. So, die Frage ist,
Wie komme ich jetzt an das Fragezeichen dran? Das kann ich doch auch einfach von hier abwerfen, oder? Ja, kann ich. Oh, da ist ein Pfeil, der zeigt nach oben. Heißt, da oben hat sich eine Schlaufe aufgetan und da sehen wir die nächste Wolle, liebe Leute. Für unsere Sammlung, die sammeln wir natürlich ein und ganz viele kleine Edelsteine haben wir auch noch. Wir haben schon 4 Sonnenblumen bzw. Blumen. Ich nenne die Blumen ja öfter mal Sonnen. Dieser akute Versprecher, den ich immer wieder habe, den hatte ich auch schon bei Yoshi's Crafted World übrigens. Das habe ich mir irgendwie angewöhnt, warum auch immer ich die Sonne nenne. Ich glaube, die sehen so ein bisschen sonnenartig aus. Das ist so der Grund für mich persönlich. Also ich finde immer, die sehen aus wie so kleine Sonnen tatsächlich. Ah, kann ich das hier abwerfen? Ja, kann ich. Oh, da bildet sich eine Treppe nach links. Und da oben ist eine Röhre. Die schauen wir uns doch direkt mal an, wenn wir schon mal da lang klettern. Also rein in die Röhre. Und hoffentlich hin zu einem Secret. Oh Gott, da sind ganz viele Lucky-Dos. Ja, ich gehe mal davon aus, die muss ich wahrscheinlich alle besiegen. Das bietet sich ja hier an. Also machen wir die erstmal alle Platz. So. Gar nicht mal so schlecht. Das habe ich sogar sehr, sehr schnell hinbekommen. Und da kriegen wir einen Regen an Edelsteinen. Und als wäre das nicht schon schön genug, bekommen wir auch noch eine kleine Blume als Belohnung, die wir selbstverständlich auch wieder mitnehmen. So, weiter geht's hier nach rechts. Ich schaue hier noch einmal, ob hier am Rand irgendwo was versteckt ist. Nee. Okay, ich habe gedacht, vielleicht könnte man da unten irgendwie an der Wand entlang gleiten oder sonst was. Das sah jetzt auf jeden Fall auch sehr, sehr auffällig hier aus. So, weitere Shy Guys. Ah, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ach, die mache ich jetzt alle platt hier. Die werden alle erledigt. Und da oben haben wir ein Fragezeichen. Und wir bekommen eine weitere Wolle. Und das ist die vorletzte schon. Wir sind doch auch an keiner Wolle vorbeigelaufen. Das heißt, die letzte Wolle, die muss hier irgendwo noch kommen. Jetzt wäre ich hier fast draufgegangen sogar, weil die Wolle sich hier einrollt. Beziehungsweise der Wollschal sich einrollt. Oh, 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 hier muss man ein bisschen schneller sein. Nein! Oh, jetzt bin ich runtergefallen. Oh, da bin ich aber schon ein paar Mal hier hingeknallt. Jetzt muss ich leider ein paar Sachen hier wiederholen. Das ist natürlich ärgerlich. Aber trotzdem werde ich das natürlich mit voller Motivation hier noch erledigen. Das habe ich schon wieder vergessen. Hat das was gebracht, die hier abzuwerfen, die Kleinen? Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß auf jeden Fall, dass da oben der Geheimgang war, wo man die Blume bekommen hat. Das gibt's doch gar nicht. Jetzt bin ich hier schon wieder in den Abgrund reingefallen. Also, das ist aber nicht mein Level. Das ist, glaube ich, bis jetzt der schlechteste Level, den ich hatte. Also ich glaube, ich habe bis jetzt keine Stage gehabt, die ich so oft neu spielen musste, beziehungsweise so oft ab der... Also, wieso drücke ich denn immer nach unten? Also, bevor ihr jetzt an meiner geistigen Fähigkeit hier zweifelt, ich weiß nicht genau, warum der Controller das jetzt hier als nach unten drücken interpretiert. Ich habe eigentlich jetzt gefühlt nicht nach unten gedrückt gerade. Ach so, Moment. Ach doch, jetzt weiß ich warum. Ich klettere natürlich nach unten und vielleicht klettere ich teilweise zu früh. Also wenn ich hier nach unten drücke, quasi bevor Yoshi an der Wolle hängt, dann führt das natürlich dazu, dass das von dem Spiel erkannt wird als... Oh, nein! Von dem Spiel erkannt wird, als Yoshi möchte eine Stampfattacke machen. Ich probiere es trotzdem hier mal mit Konzentration noch einmal weiterzukommen. So, da oben haben wir noch einmal die Wolle, das kennen wir ja schon. Und vor allen Dingen haben wir da oben ja die Blume. So, immer her damit. Mal runterstampfen. So, jetzt heißt es hier einfach nur ganz locker bleiben, Huxel. Du schaffst das. Du hast schon schlimmere Sachen geschafft. Du hast schon härtere Spiele gespielt. Also wirst du das hier doch wahrscheinlich auch hinkriegen, sagte er und führte kleine Selbstgespräche mit sich selbst. So, also hier oben auf den Schal. Dann haben wir hier wieder das Fragezeichen. Ich hoffe, dass ich jetzt auf die Treppe sogar noch drauf komme. Glaube aber, das geht hier. Ja, und da oben haben wir also wieder die Lucky Two Challenge, die wir gerade schon einmal gespielt haben. Da.
Und ihr werdet jetzt alle besiegt, ob ihr wollt oder nicht. So, so und... Na, den habe ich fast auch noch gekriegt. Na komm her, Lucky Two. Und da haben wir wieder die Blume und da haben wir vor allen Dingen doch wieder die Edelsteine, die wir vorhin schon hatten. 15 von 20. Ich glaube, das war auch die Anzahl der Edelsteine, die ich vorhin hatte, beziehungsweise die Anzahl der Mii-Anstecker, die ich vorhin hatte, als ich an dieser Stelle hier angekommen war. So. Vielleicht fülle ich hier nochmal ein bisschen Eier auf. Da müsste ich ja jetzt die Wolle bekommen. Genau, da unten ist sie auch schon. So. Ah, jetzt wurde ich hier getroffen. Das ist aber nicht ganz so schlimm. Und jetzt haben wir noch einmal die Geschichte hier. Oh, oh, oh. Knapp, knapp, knapp alles. So. Da oben haben wir eine weitere Wolle. Beziehungsweise ist das nicht sogar schon die letzte? Ah, das ist die letzte Wolle, Leute. Also auch das haben wir hier hingekriegt. So. Und was haben wir hier? Ah, hier haben wir eine Kletter-Challenge. Oh, da muss ich mich aber beeilen. Okay, und wir haben auch 20 von 20 Miiverse-Ansteckern und können hier durchspringen. Das heißt, wir haben den Level nach mehrfachen Versuchen, ich weiß, erfolgreich durchgespielt und alle Collectibles eingesammelt. Da sehen wir es auch nochmal in der Übersichtstabelle, bis auf die Herzchen. Das ist ja nicht ganz so schlimm. Hauptsache, wir haben die wichtigen Collectibles. Und jetzt schauen wir uns mal an, welches Yoshi-Kostüm wir hier auch freigeschaltet haben. Auch da drücke ich natürlich wie immer die Daumen, dass es irgendwas sehr, sehr Cooles ist. So, zurück auf der Map. Und was bekommen wir? Weiß, weiß, gelb, braun, grün ergibt einen Schal-Yoshi. Schal-Yoshi wurde wieder zusammengehäkelt. Passt natürlich auch wie immer zum Thema des Levels, wo wir den Yoshi gefunden haben. Oh, und da haben wir ein Schloss, beziehungsweise einen Mittelturm, einen Bossturm. Wir haben also die Hälfte von Welt 3 auch schon geschafft. Und wir begeben uns also in 3-4 Montys Blubberfestung. Da werden wir wahrscheinlich noch einmal gegen den guten Monty antreten. Den haben wir ja eigentlich schon einmal besiegt. Das Schöne ist, wir haben dann noch eine von diesen Kamek-Sequenzen. Die finde ich ja immer ganz witzig. Und da freue ich mich immer drüber, wenn die im Spiel vorkommen. So, dann sind wir zusammen aufgedröselt. Und das sind wahrscheinlich die Blasen, von denen da gerade die Rede war. Ah, das bietet natürlich auch wieder viel Potenzial für Geheimnisse, das Ganze. Oh, da ist eine Blase geplatzt. Und hier habe ich schon eine Wand entdeckt, die sehr, sehr auffällig aussah. Oh, da könnten überall Secrets sein. Überall. Also hier haben wir wirklich massives Potenzial für Geheimnisse. Da oben haben wir übrigens die erste Wolle. Die haben wir auf jeden Fall schon mal. So, Monty, ich erlöse dich. Oh, und ein verstecktes Fragezeichen. Mit ganz vielen Edelsteinchen. Immer her damit. So, einmal den Yoshi hier snacken. Nicht den Yoshi, den Shy Guy. Ja, wir können natürlich auch gerne Yoshi snacken. Und jetzt merke ich gerade, also die hier mit dieser Nähnadel, die zerstören anscheinend die Blasen. Und jetzt ist mir aufgefallen, da unten wäre wahrscheinlich ein Geheimnis gewesen. Könnte ich mir jedenfalls vorstellen. Das sah sehr, sehr geheimnisvoll aus. Da waren nämlich ganz viele Edelsteine. Schauen wir mal, ob der Scheiger das jetzt kaputt macht. Ja, und es geht hier runter. Und tatsächlich, da finden wir die erste Blume für unsere Sammlung. Wonderful. So, weiter geht's nach rechts über diese Bläschen. Und da sehe ich auf jeden Fall am Rand ein paar Edelsteine. Lass mich hier mal runtergleiten. Gibt es hier Geheimnisse? Ah, ein Fragezeichen. Ja, okay. Da sind jetzt leider nur Herzchen drin. Das finde ich jetzt nicht ganz so spektakulär. Ah, komm, Scheiger, du musst da mal einmal weg. Das tut mir leid. Was haben wir da oben? Das sieht nach einem Geheimgang aus. Ah, Moment, hier ist eine Wolle, die ich aufdröseln kann. Und noch eine, und da ist ein Pixel-Monty. So, dich mache ich kaputt, Kollege. Aber leider keins von den großen Collectibles. Also gehen wir hier auf normalem Wege weiter nach oben. Ich schaue noch einmal, ob da oben noch was ist. Nee, da ist auch nichts. So. Oh, oh, oh. Da unten zerstechen die Shy Guys nach und nach die Seifenblasen, die hier runterkommen. Und da sehe ich auf jeden Fall eine Wolle.
Da muss ich wahrscheinlich erst einmal den Scheiger hier erledigen. Der macht nämlich sonst die ganzen Bläschen kaputt. Und damit komme ich hier hoch und kann die Wolle einsacken. Also die nächste Wolle haben wir auch schon mal. Erstmal das Fragezeichen da oben kaputt machen. Ja, ein paar Herzchen gibt es. Da sage ich nicht nein. Habe ich sogar alle noch gekriegt. Oh, da vorne haben wir die nächste Blume. Jetzt muss ich nur noch gucken, wie ich da hochkomme. Ah, okay. Ich kann hier über die Blasen nach oben springen. Das müsste jetzt aber von der Höhe her reichen. Ja, passt auch. So, und damit haben wir dieses Segment hier abgeschlossen. Und ich denke mal, wir haben hier vermutlich auch nichts verpasst. Das sieht jedenfalls sehr gut aus. Also rein in die Tür und ab in den nächsten Abschnitt. Da haben wir schon den Speicherpunkt. Und oh, ein paar Wolleier. Beziehungsweise so ein Wolleispender. Ist hier sonst noch irgendwas? Nö. Sieht nicht danach aus. Da oben haben wir ganz viele sehr auffällige Seifenblasen. Und hier unten ein verstecktes Fragezeichen. Mit, naja, okay. Leider nur ein paar Edelsteinen. Da vorne haben wir Wolle. Die ist gar nicht mal so schwer versteckt, muss ich jetzt hier sagen. Aber ich glaube, der Gag hier an der Stelle ist wahrscheinlich, dass man hier normalerweise Schaden fressen soll, beziehungsweise futtern soll von diesen Monty-Maulwürfen. Aber das ist eigentlich auch gar nicht mal so schlimm. Also Wolle 3 haben wir auch eingesackt. Verstecktes Fragezeichen mit Herzchen. Ja, ja, ja. Das kriegen wir alles hin, Leute. So, haben wir da oben noch irgendwas? Nein. Okay. Hier müssen wir jetzt versuchen, natürlich auf diesen Bläschen zu bleiben. Die scheinen hier nach und nach automatisch zu platzen. Die Frage ist, habe ich da jetzt was vergessen? Das da oben sieht doch so aus, als ob man da durch könnte. Ja, kann man auch. Und da haben wir eine Röhre. Gut, dass ich das gesehen habe. Da bin ich fast dran vorbeigelaufen. Und da können wir hier nach oben gleiten und ein paar Edelsteine einsammeln. Und ich denke mal, wenn wir die alle eingesammelt haben, dann bekommen wir noch was. Und mein Tipp wäre jetzt wahrscheinlich eine Blume. Oder nicht wahrscheinlich eine Blume, sondern mein Tipp ist eine Blume. Und tatsächlich, also wir haben Blume Nummer 3 für unsere Sammlung. Also ab geht es zurück nach unten in den regulären Levelverlauf. Oh, ich will den Scheiger noch haben. Ah, okay, den nehme ich nicht mit. Da können wir nach oben. Und da können wir noch zur Seite. Die Frage ist natürlich, ist hier unten noch was? Nee, schaut nicht so aus. Ich schieße ja trotzdem mal hin. Da unten hat doch gerade was geglänzt. Was war das denn? Oder sind das einfach nur die platzenden Blasen? Das kann sein. Ja, ich glaube, das sind diese platzenden Seifenblasen. So, muss ja einmal kurz den Sandstein bzw. den Schwamm hier erledigen. Ups, das wollte ich gar nicht. Gar nicht mal so leicht. So, jetzt habe ich den Schwamm hier aber erledigt. Jetzt muss ich nur noch da oben kommen. Das geht aber. So, wenn ich hier über die Blasen drüber hüpfe. Oh, endlich, jetzt haben wir es geschafft. 14 von 15 von diesen Miiverse-Ansteckern haben wir schon. Und ursprünglich soll ich jetzt hier nach rechts weitergehen, aber das werde ich jetzt nicht tun, denn das hier sieht nach Geheimnis aus. Oh, und ja, da haben wir eine weitere Wolle, liebe Leute. Gibt's hier noch was? Nö. Ach Quatsch, hier gibt's nichts. Ach, manchmal sehen die Stellen so auffällig aus und trotzdem ist da leider nichts. Naja, so. Was haben wir hier? Edelsteine, Edelsteine, Edelsteine. Hier irgendwas? Auch nicht. Hier auch nicht. Mann, Ometer. Aber so schlimm ist es nicht. Also ich finde, so schlimm ist dieser Dungeon bzw. dieses Schloss jetzt hier gar nicht. Das hätte ich mir noch schlimmer vorgestellt mit solchen Bläschen. Da vorne haben wir die nächste Blume auch schon. Also die haben wir auch gesammelt. Das heißt, wir haben jetzt fast alle Collectibles zusammen und können hier weitergehen in die nächste Tür und uns überraschen lassen, was hier noch auf uns wartet in dieser Festung. Zumindest schon mal eine Mittelflagge, meine ich. Eine Mittelpunkt, ja, ja. So. Und da muss ich wahrscheinlich jetzt hier über diese Blase nach oben, okay. Jedenfalls sollte ich das. Na, komme ich da hin? Ja, da komme ich hin. Und dann haben wir auf jeden Fall schon mal die Wolle zusammen. So. Jetzt heißt es hier nur noch,
irgendwie eine Blume finden. Da unten, die sammle ich jetzt einfach mal mit einem Ei ein. Die ganzen schönen Edelsteine. So, die da oben vielleicht auch. Ah, den einen Edelstein hier nehme ich noch so mit. So, weiter geht's. Ja, will jetzt nicht sagen, dass es komplett tricky wird, aber es wird auf jeden Fall schon etwas anspruchsvoller. Oh, und da oben, liebe Leute, sehe ich die Blume und damit haben wir alle Collectibles. Beziehungsweise zumindest alle großen Collectibles. Und jetzt werde ich noch einmal hier gegen die Edelsteine schießen, um die einzusammeln. Und 19 haben wir. 19 Edelsteine. Da fehlt uns irgendwo noch einer. Herrgott, ich immer mit meiner blöden 19. Ich werde hier auf ewig 19 Edelsteine, nicht 19 Edelsteine, 19 Miiverse-Anstecker immer in den Leveln finden. Das scheint so mein ewiger Fluch zu sein. Aber wir haben die wichtigen Collectibles und vor allen Dingen kommen wir zurück zu Kamek. Du bist wohl zu einfach gestrickt, um einzusehen, wann du aufgeben sollst. So langsam reicht mir der Geduldsfaden. Eda, Lakai, knüpf dir zusammen mit deinen Kumpels diesen Yoshi vor. Oh, oh, oh. Da kriegen wir auf die Mütze. Zusammen mit deinen Kumpels. Oh, er hat einen kleinen Helm auf. Hallo, Helm, Monty. Und nu? Ah. Okay. Also er hat ganz viele kleine Montys unter sich. Und jetzt? Ach, jetzt hätte ich ihn wahrscheinlich auf den Kopf treffen müssen. Ach, okay, man muss diesen Turm vermindern bzw. verringern, damit man auf seinen... Nee, doch nicht. Man muss irgendwie seine Statik beeinflussen, sodass er umfällt. Also man muss diesen Turm irgendwie auseinandernehmen. Ich weiß noch nicht so genau, wie das funktioniert. Oh, er hat jetzt auch so kleine Schockwellen. Ach, ich muss ihn abwerfen wahrscheinlich. Ach, ich muss ihn abwerfen. Ah, okay. Das habe ich am Anfang nicht kapiert. Ich muss ihn abwerfen. Und jetzt kommen hier drei Montys raus. Interesting. Und natürlich diese Schockwellen wieder. So, und nu? Werfe ich dich nochmal ab, Kollege. Und ich glaube ehrlicherweise, das war's. Ich habe dich vermutlich besiegt. Und tatsächlich, ja, wir haben Monty geschlagen. Und diesen Level bestanden und Yoshi tanzt vollkommen zurecht zu der wunderschönen Musik. Wir haben die wichtigen Collectibles zusammen, 19 von 20 Miiverse-Ansteckern und 15 von 20 Health haben wir nur, aber das ist nicht ganz so schlimm. Auch die hole ich wieder offscreen. Jetzt schauen wir uns mal an, was wir hier als Belohnung für ein neues Yoshi-Muster bekommen. Na, Ladebildschirm. Oh, du hast einen neuen Trickanstecker erhalten. Ein Fragezeichenwölkchen. Und da haben wir zweimal weiß, einmal pink, grün und gelb ergibt zusammen Pastell-Yoshi. Pastell-Yoshi wurde wieder zusammengehäkelt. Und mit Pastell-Yoshi werden wir das nächste Mal in Welt... Oh, wie süß, ein kleiner Vogel. In Welt 3.5 gehen. Und zwar heißt die Stage... Na? Flauschvogel Flugschule. Ich freue mich schon auf das nächste Mal. Ich hoffe, ihr euch auch. Und vor allen Dingen hoffe ich, dass ihr Spaß hattet mit dem Part, dass es euch gefallen hat. Sollte dem so sein, lasst mir gerne ein Like und ein Abo da und kommentiert fleißig. Ich freue mich jedenfalls immer sehr darüber. So oder so würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, wenn es weitergeht mit Yoshi's Woolly World. Also macht's gut, Leute. Ciao.